So, wir sind jetzt beim Zoll vorstellig geworden. Also Kevok kümmert sich jetzt gerade um die Verzollung. Ich darf natürlich nichts zeigen, auch keine Gesichter von den Mitarbeitern. Hier seht ihr dann, die Unterlagen sind alle verplombt. So Leute, auch bei uns steigt die Anspannung. Irgendwie zieht sich das Ganze hier im Zoll mittlerweile. Dokumente liegen bereit, Uhren sind ausgepackt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die Uhren durch den Zoll bekommen. Hey Leute, ich bin Omid, der Luxusautohändler eures Vertrauens. Und heute ist ein ganz besonderer Tag für meinen Geschäftspartner Kevok und mich. Wir holen gleich bei Jacob & Co. zwei Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillons für knapp 1 Million Euro ab. Ich bin heute früh schon in Viernheim losgefahren mit dem Bugatti. Mein Geschäftspartner Kevok war noch auf einem wichtigen Termin und ist nach Genf geflogen. Den hole ich gleich ab. Und dann heißt es für uns, zwei besonders, besonders teure Uhren. Kevok und ich sind seit 1997 beste Freunde, jetzt schon seit über 25 Jahren. Wir sind auch erfolgreiche Geschäftspartner. Und zu diesem Anlass haben wir uns was ganz Besonderes gegönnt, um unsere 25-jährige Freundschaft auch zu feiern. Ihr wisst ja, wir sind begeisterte Bugatti-Fahrer. Dann haben wir uns gedacht, was kann man denn machen, um seine Freundschaft zu besiegeln? Was wir gemacht haben, ist etwas ganz Spezielles. Wir haben vor einigen Monaten bei Jacob & Co. in Dubai zwei Jacob & Co. Masterpieces bestellt. Einzelstücke. Wir haben zwei Bugatti-Uhren von Jacob & Co. designen lassen, die zwar gleichen Typ sind, aber verschieden aussehen. Die eine Uhr soll Kevok widerspiegeln, die andere Uhr mehr mich. Ich war in Dubai, im Dubai Mall und bin am Jacob & Co. Store vorbeigelaufen. Jacob & Co. ist bekannt für die teuersten Uhren dieser Welt. Also wir reden hier von Uhrenpreisen bis zu 20 Millionen Euro. Da bin ich so zaghaft rein, habe mich nicht mal wirklich reingetraut, weil klar, die Preisschilder an den Sachen dort, die schrecken dich natürlich auch erstmal ab. Aber dann hat mich ein Verkäufer, Mr. Farouk, sofort warm empfangen und hat gemeint, ja, wie kann ich dir denn weiterhelfen, und hat mich beraten. Dann habe ich ihm die ganze Geschichte erzählt, dass wir ein Luxusautohaus betreiben, dass wir leidenschaftlich gerne Bugatti fahren, dass ja dann die Jacob & Co. Bugatti-Uhr sehr naheliegend für uns ist. Und dann saßen wir auch schon am Tisch und haben angefangen, die Uhren zu designen. Ich muss gestehen, zu dem Zeitpunkt war das für mich eher so, ja, ich lass mal die Uhren designen, aber das werde ich nicht machen, das ist utopisch. Dann habe ich irgendwann freitags einen Anruf bekommen, ja, Mr. Omid, ich bin Farouk von Jacob & Co., bist du denn noch in Dubai? Und ich so, ja, ich bin noch in Dubai, aber morgen reise ich ab. Da hat er zu mir gemeint, ich habe Mr. Jacob von dir und deinem Geschäftspartner erzählt und von eurer Geschichte, und Mr. Jacob würde dich gerne persönlich treffen, morgen. Das war für mich so unrealistisch, dass Mr. Jacob mich treffen will, weil Mr. Jacob eigentlich nur mit dem Who is Who der Welt verkehrt. Ob das Top-Sportler sind wie Cristiano Ronaldo, ob das Top-Schauspieler sind. Also warum soll Mr. Jacob mich treffen wollen? Dann habe ich gemeint, wenn Mr. Jacob persönlich mich morgen treffen will, dann verschiebe ich natürlich meinen Flug, um ihn zu sprechen. Also bin ich am nächsten Tag natürlich total aufgeregt dahin, und ich habe bis dahin auch nicht geglaubt, dass Mr. Jacob persönlich kommen wird. Ganz ehrliche Aussage. Und dann kam er auch. Dann hat er mich einfach sofort empfangen, wie selbstverständlich, und hat mich sofort angefangen zu beraten, was die Uhr angeht. Und dann durfte ich mit Mr. Jacob persönlich zwei Uhren designen. Also das ist immer noch so krass und surreal für mich. Ich kann euch nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist. Ich bin in Genf, in einer der teuersten Städte der Welt. Ich sitze in einem der teuersten Autos dieser Welt und hole gleich mit die teuersten Uhren dieser Welt ab. Und das zweimal, nicht eine, nein, zwei Uhren. Sowas Exklusives zu machen, das ist einfach verrückt. Aber Leute, auch hier nochmal ganz wichtig, wir geben zwar knapp 1 Million Euro für zwei Uhren aus, aber das Geld ist ja nicht ausgegeben. Wir sehen das als Investment. Wir sehen ja auch die Wertsteigerung hinter diesen Uhren. Es sind Einzelstücke. Kevok, ein unglaubliches Gefühl, oder? Ich meine, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, wir kennen uns seit der 5. Klasse. Wir kommen aus, ich will nicht sagen, wir kommen aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Uns ging es immer gut, wir hatten was zum Anziehen, wir hatten auch ein Dach über dem Kopf und wir hatten auch anständige Eltern. Aber viel mehr war auch nicht da. Also eine G-Shock-Uhr für 250 Mark damals, deutsche Mark, war nicht drin für uns. Das wäre unvorstellbar gewesen. Ja, das war nicht drin für uns.
Leute, ich sage ja immer, Autos gehören geteilt. Wir wollen sie ja nicht nur alleine besitzen und niemandem zeigen. Hier stehen gerade ganz viele Leute herum, die ganz viele Bilder machen. Vor allem ist mir das junge Mädchen hier aufgefallen, das schon locker eine Stunde Fotos macht am Auto. Und wir überraschen sie jetzt einfach mal. Yes. Do you want to sit in the car, make a picture? Of course. Of course? Yeah. Sit inside. Give me your phone, I make a picture of you. I make it for you. Yeah, please. You can make a video and make it. Sure? Sure? Thank you so much. So how do you feel now? I feel amazing. The leather and everything, it's amazing. Can you estimate the value of this car? Wait, sure, I would say. Sure, it's 4 million. It's 4 million? Yeah. It's a 4 million euro car. Let's do one thing, start the engine. No way. Put your feet on the brakes and now put the engine. So I put it. Yeah, push it. So you've just officially started one 16 cylinders, 1,500 horsepower car. Oh my God. And the sound it makes. I'm still gonna follow you on YouTube because I want to see this video. Have you seen us? No, but okay. I mean, I just came here to see follow you. Us on YouTube. Yeah, follow us on Instagram, share it with your friends, yeah, okay? Yeah, I will. Promise? Yes. Heute ist zur Abwechslung mal nicht das Auto der Star des Videos, sondern die beiden Jacob & Co. Bugatti Chiron Timepieces für knapp 1 Million Euro. Wir gehen jetzt einfach rein und schnappen uns die Uhr. Hello. 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 Hi, welcome. Hello, Michel. Welcome to Jacob & Co. Nice to see you. Nice to see you. So, we are here to pick up our timepieces. Yes. I shouldn't say watches, right? I should always say timepieces. It's nicer timepieces for sure. Okay. Please. Upstairs? Go upstairs. Ich kann es kaum erwarten. Aber schau mal. Das ist eine ganz kleine Wall of Fame von Jacob & Co. Kunden. JC, wir haben Rihanna. Wir haben Pharrell Williams, wir haben die Beckhams, Eva Longoria, Desperate Housewives, ich habe sie geliebt in der Serie. Wir haben Madonna, wir haben Gigi Hadid, Mr. Jacob himself, wir haben J-Lo, Cristiano Ronaldo. Und jetzt stehen wir hier und holen unsere beiden Jacob & Co. Bugatti Chiron Timepieces ab. Leute, ich bin so aufgeregt, ich will jetzt einfach nur noch hoch. Guck mal, wo wir uns einreihen dürfen, das ist so ein spezieller Augenblick für uns. Ab geht's! Leute, ich kann die Uhren schon sehen. Da vorne warten die beiden auf uns. Michel, here they are, right? Yes, so here you have your two beautiful custom Bugatti Chirons. I saw the timepiece the first time on Manny Hoshpin's video. Okay. He's owning also a white Bugatti, the Hermes edition. Exactly, yeah. And this was the first time I was recognizing this watch and I was like, oh. That's something really special. So Leute, Felix, komm mal näher. Ich zeige euch mal, was so speziell an der Uhr ist. Es geht am Gehäuse schon los, die die Form eines Autos hat. Hier vorne ist der Grill mit dem Hufeisen und den beiden Scheinwerfern. Dann haben wir hier an der Seite, ihr kennt diese Ellipse beim Bugatti, ne, da ist das. Und das sind die Rückleuchten des Autos. Und dann, ganz speziell an der Uhr, wir haben hier drin, where do I have to push for the 16 cylinders? The pusher right here. Wenn man hier drauf drückt, fangen 16 Zylinder im Inneren der Uhr an zu arbeiten, wie beim Auto selbst. 1500 PS und 16 Zylinder. Wir haben ab jetzt die 16 Zylinder nicht nur im Auto, wir haben sie auch auf der Hand. Das ist der Wahnsinn. Zusätzlich haben wir 4 Stoßdämpfer, die das Movement der Uhr abfedern. Also es ist im Prinzip, es ist Spitzenklasse, das ist absolute Champions League. Es geht nicht mehr, also wie schon gesagt, das ist nicht nur Champions League, that's Champions League Final. Die Uhren haben richtige Pässe, lasst uns mal zusammen reinschauen, ich sehe das jetzt auch zum ersten Mal. Es gab wirklich große Auflagen, dass der Passport so nah wie möglich am Schweizer Passport orientiert ist, optisch. Und dann haben wir hier die Uhr, wir gucken mal her, Authorized Dealer, Jacob & Co. New York. 2 years warranty, piece unique, das heißt ein Einzelstück. Hier sind nochmal alle Details von der Uhr, die können wir dann später auch gemeinsam nochmal durchgehen. Das ist natürlich toll, sowas auch nochmal zusätzlich zur Uhr zu haben. Let's try it on. Just waiting for the big moment.
Und da haben wir das gute Stück. Leute, diese Uhr ist deutlich teurer als das Haus, das ich mir vor 10 Jahren gekauft habe. So Leute, also wir können es kaum erwarten. Wir haben jetzt 32 Zylinder auf der Hand. Der Bugatti steht unten, wir sind bereit, der Papierkram ist erledigt, die Uhren sind schon im Vorfeld bezahlt gewesen. Es gibt da auch noch einige Formalitäten zu klären. Wenn ihr so eine Uhr in der Schweiz abholt, müsst ihr die Uhr natürlich auch verzollen und versteuern. Also ihr müsst die Uhr am deutschen Zoll melden. Das werden wir morgen machen, wenn wir dann offiziell die Uhren in Deutschland einführen werden über den Zoll in Frankfurt am Flughafen. Da kann ich euch später nochmal was dazu erzählen, da will ich jetzt gar nicht so viel drüber reden. Jetzt heißt es einfach erstmal nur den Moment genießen, die Uhren auf der Hand tragen, sich unten in Genf in den Bugatti reinsetzen und unsere erste Runde damit drehen. Später bringen wir die Uhren hierher zurück, damit sie über Nacht sicher gelagert werden. Morgen holen wir sie dann ab für den Flug nach Deutschland. So, jetzt aber in die Kamera halten. Wir haben unsere Uhren. Leute, ich kann kaum in Worte fassen, was das für ein Gefühl ist. Wir fahren eines der teuersten Autos dieser Welt, haben gerade nicht einmal, sondern zweimal mit einer der teuersten Uhren dieser Welt gekauft. Das ist verrückt, das ist der Wahnsinn, das ist krass. Ich kann das nicht mal in Worte fassen. Ich versuche es zu verstehen, aber es ist unfassbar. Der Moment, wenn du in der Schweiz, in Genf, in einem Bugatti sitzt, mit deinem besten Freund und jeder von euch beiden darf so eine Uhr auf der Hand tragen, das ist der richtige Moment, Dank auszusprechen. Ich danke meinem Geschäftspartner Kevork für das Vertrauen. Ich danke unseren Familien für die Unterstützung. Ich danke unseren Freunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, jedem Einzelnen, der die letzten Jahre unser Geschäftskonzept unterstützt hat, unsere Verrücktheiten mitgegangen ist und an uns geglaubt hat. Leute, wir fangen jetzt erst richtig an. Ihr wisst, wir wollen die Nummer 1 in Europa werden. Ob das klappt, steht in den Sternen, aber wir geben Vollgas und nehmen euch auf unserer Reise mit. So Leute, wir haben jetzt ausgecheckt und sind im Taxi. Gestern noch ganz glamourös mit dem Bugatti in Genf unterwegs, jetzt im Großraumtaxi. Den Bugatti haben wir aus 2 Gründen per Transporter gestern noch zurück nach Deutschland geschickt. Zum einen, es wären jetzt nochmal mehrere 100 Kilometer draufgekommen auf das Auto, die wir uns einsparen wollten, weil jeder einzelne Kilometer kostet im Prinzip ein paar tausend Euro auf so einem Auto. Und zum anderen müssen wir die Uhren auch tatsächlich ausfliegen aus der Schweiz. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Flughafen, wo wir von einer für den Zoll spezialisierten Firma die Uhren nochmal überreicht bekommen. Gestern haben wir sie ja nach der offiziellen Übergabe wieder zurück an Jacob gegeben. Wir kriegen jetzt in der Freihandelszone in Genf die Uhren von dieser Firma überreicht. Dann führen wir sie über den Zoll aus, dann fliegen wir nach Deutschland, wo wir dann wieder, wenn wir gelandet sind, zum Zoll müssen mit den Uhren. Wir haben im Vorfeld des Ganzen schon die Uhren, wir haben den gesamten Papierkram erledigt. Wir haben die Uhren verzollt, wir haben sie versteuert. Interessanterweise ist der Zoll auf eine Luxusuhr gar nicht so hoch, das sind nur 80 Cent. Also 0,8 Euro Einfuhrzoll für so eine Uhr, das geht absolut. Was aber ins Geld geht, sind die 19% Umsatzsteuer. Auf den Betrag von unseren Uhren, nur zweimal Jacob & Co., Bugatti, Chiron, Timepiece zahlen wir um die 150.000 Euro Umsatzsteuer jetzt nochmal. Das hat natürlich wehgetan. Das haben wir aber alles schon im Vorfeld erledigt. So Leute, wir sind jetzt am Flughafen in Genf und gehen zum Zoll. Wir haben keine offizielle Drehgenehmigung mehr, ne? Das heißt, ich muss euch jetzt per Handy mitnehmen. Das Ganze relativ inoffiziell. Hier seht ihr es. Duan, Zoll, Dogana, Customs. Also wir sind jetzt im Zoll drin und dann geht es gleich weiter. Ich drücke jetzt nochmal hier drauf und dann irgendwann da drin darf ich bestimmt nicht mehr weiter filmen. Da steht Kevork auch schon drin. Also Kevork kümmert sich jetzt gerade um die Verzollung. Ich darf natürlich nichts zeigen, auch keine Gesichter von den Mitarbeitern hier. Ich durfte freundlicherweise noch etwas filmen. Wenn ich nichts außer uns selbst zeige, da sind die Uhren drin. Hier kümmern wir uns gerade um den Papierkram. Da ist ein Agent, der kümmert sich für uns um alles. Hier seht ihr dann, die Unterlagen sind alle verplombt. Wir gleichen einmal die Verplombung ab. Ja, das ist das gleiche Siegel und dann wird es aufgemacht. Okay, jetzt rein. So
Und hier nochmal die Prachtstücke. Im Anschluss werden wir die Uhren an ein Sicherheitsunternehmen übergeben, das mit uns mitfliegt. Aus Sicherheitsgründen dürfen wir die Uhren nicht selbst mitführen. Das wäre viel zu gefährlich. Die Jungs sitzen quasi mit im Flieger. Aber die sind natürlich besser ausgestattet als wir, wenn es um den Schutz der Uhren geht. Und ja, was wir euch noch gar nicht verraten haben. Im Eifer des Gefechts haben wir gestern noch eine dritte Uhr mitgenommen. Nicht so extrem teuer wie die anderen beiden. Die kann man dann eher auch als Daily tragen. So, wir sind fertig und es geht weiter. Have a nice day. Thank you very much. Kevork, warum laufe ich eigentlich hier und du läufst auf einer Rolltreppe? Man muss im Leben die richtigen Entscheidungen treffen. Gut, ich bin trotzdem schneller. Challenge, wer ist schneller? Verdammt! Das ist unfair. Okay, bevor wir hier vom Sicherheitspersonal eingesammelt werden. So Leute, wir sind endlich gelandet in Frankfurt am Flughafen. Da vorne ist auch schon, das seht ihr, anmeldepflichtige Waren. Da ist der Zoll, da müssen wir gleich hin. Wir müssen durch den roten Bogen laufen, den man eigentlich immer meidet. So, wir sind jetzt beim Zoll vorstellig geworden und werden jetzt zur nächsten Stelle gebracht. Ich laufe einfach mal leise hinterher. So Leute, auch bei uns steigt die Anspannung. Irgendwie zieht sich das Ganze hier im Zoll mittlerweile. Wie ist der Zwischenstand? Ich habe alles vorbereitet, Dokumente liegen bereit, Uhren sind ausgepackt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die Uhren durch den Zoll bekommen. Sollte es Probleme geben? Dann nehme ich die Uhren und renne ganz schnell weg. Nein, das wollte ich gar nicht wissen. So, alles gut gelaufen. Papierkram ist erledigt. Die Uhren sind im Gepäck. Wir haben es geschafft. Und alle drei Uhren sind noch bei uns. Rechtschaffender Bürger. Ja. Nein, sauber. Also alles muss natürlich seinen Weg gehen und dazu gehört das dann auch, dass man praktisch die Uhren anständig verzollt und versteuert bei der Einfuhr. Sag mal, das waren doch jetzt aufregende 2 Tage mit mir, oder? Traumhaft. Besser hätte man die 25 Jahre Freundschaft nicht feiern können. Aber was kriege ich denn jetzt von dir zum 50. Wenn Bugatti bis dahin Raketen baut, dann fliegen wir zum Mond. Habt ihr das gehört? Er schickt mich ins Weltall zum 50. Das nenne ich eher Abschiebung als Geschenk. Also aber nur komm, Hinflug. Ohne Rückflugticket. Ab ins Auto mit uns.